ich bin's wieder, euer DJ Seem, und ich heiße euch herzlich willkommen in Destiny 2. Heute gehe ich mal in Dämmerungsstrike rein. Gleich als kleiner Tipp für diejenigen, die dann hier das Video sich angucken. Das ist dann, Kosmodrom ist dann vorbei, der Strike, ne? Weil dieses Video seht ihr erst am Mittwoch? Mittwoch, glaube ich, war geplant. Schauen wir mal, ne? Aber ich glaube Mittwoch. Ja, und ja, momentan ist hier doppelte Dämmerungsbeute am Laufen. Das finde ich ganz nice, weil ich muss mal die Rotation machen beim der Vorhut. Ja, da habe ich noch nicht so richtig. Ja gut, ich bin nicht der absolute Vorhut-Fan hier, also der absolute, ne, Strike-Fan hier. Eher Gambit oder Schmelztiegel, aber naja. So, wir sind hier auf 1540 und kriegen dadurch halt deutlich mehr Belohnung. Für diejenigen, die jetzt gar nicht so wissen, was es da zu machen, diesen jenes. Momentan ist Arcus voll am Start. Aus diesem Grund habe ich mich entschieden. Okay, das ist nicht so meine Waffe. Aus diesem Grund habe ich mich entschieden, ne? Hier, wie gesagt, Arcus, ganz normal. Ich habe den Dreifaltigkeits-Ghoul-Bogen. Ich habe siebter Seraph, falls ich mal, ne, ja, so eine Dings erstelle. Okay, ne, wir haben jetzt nichts dabei. Was das jetzt produziert, Kriegsgaszelle? Ne, okay, na gut, was soll's. Ich habe mir Tigerlist eingepackt, ich habe einen guten Roll rausgekriegt. Überfluss, unabgiebig, Leute, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Jeder Kill sorgt dafür, dass wir ja Munition haben, ne? Durch das Aufsammeln von, ja gut, Spezialmunition oder schwere Munition wird diese Waffe aus der normalen Kapazität automatisch nachgeladen, aber trotzdem ist das Ding nicht ohne. Und wir haben hier, wie gesagt, nur unabgiebig, ne? Wenn ich Kills damit mache, dann heile ich. Das ist einfach mal top. Ich heile. Das ist, ja, das ist top. Also, und, naja, finde ich ganz nice. Allerdings kriegen wir leider deutlich auch mehr Damage ab, wenn jetzt hier, ne, deutlich mehr Damage. So, ouch. Oh, gucken. Soll ich die Speere aufnehmen? So. Muss immer mit Licht geladen sein, weil darauf basiert hier das alles bei mir. Zack. Ja, jeder Gefallene, Elexni, also Gefallener, ne? Jeder von den Gefallenen lässt immer so eine scheiß Mine fallen, was natürlich sehr ätzend sein kann. Beeinflusst leider. Der ist zum Glück anfällig gegenüber Bogen. Und zu knicken. Du kommst hier nicht zum Schuss, mein Freund. Jo, mach weg die Sau. Lebt alles schon gar nicht mehr. Das Team ist gut. Ich habe ein gutes Team geschickt bekommen. Ja, das sind Leute, die nicht zum ersten Mal den Modus hier spielen. Das finde ich ganz nice. Ich hatte heute eine Runde gehabt. Da war einer dabei, der. Okay, das ist ein bisschen kompliziert, immer momentan zu sagen, welches Level der wirklich hat, ne? Also wie weit der wirklich ist, generell gesehen. Na, shit. Genau das wollte ich vermeiden. Nee, der ist... Oh. Na, aus dem Grund das Maschinengewehr dabei. Die Autokanone dabei, sorry. Verlangsamung ist echt assi. Ah, das ist ein Warlock, das ist gut. Das ist gut. Ah, da liegt auch Muni rum. Aufgesammelt. Guck ich mal. Oh, das war jetzt. Was war das denn? Das war gerade. Da habe ich gerade mit der Maus irgendwie. Da habe ich gerade was Fettflöses gemacht. Ich wollte eigentlich was Cooles machen, aber das hat jetzt mit meiner. Da hat die Maus nicht gut gemacht. Entschuldigt, dass das jetzt so aussah, als hätte ich einen Zucken drin gehabt. Das war eigentlich was anderes geplant. So. Sehr schön. So, dann sammeln wir noch die Speere auf und wunderbar.
noch eine Sphäre. Sehr schön. So. Ja, gehen wir lieber hier hin. Jedes Mal, wenn ich mit einem Bogen hier, für diejenigen, die den Dreifaltigkeits-Ghoul noch gar nicht kennen, jedes Mal, wenn einer stirbt durch diesen Blitzschlag, lädt sich regelrecht die Waffe wieder von selbst hier mit dem Kram da auf. Kriegt mehr Blitzschlag raus. Ah, nicht sicher. Ja, oder durch eine Blitzgranate, das geht ja auch. Was um die Ecke. Jetzt war da was um der Ecke. Ist auch so praktisch, damit kann man so schön in die Ecke ballern. Alter, so viel. Das nach. Hätte mich auch ganz schnell noch killen können, die Scheiße. Okay, ich bin der letzte Hüter. Okay, dich hat's leider umgelegt, mein Freund. Keine Sorge, ich bin ja da. Okay, ich muss sowieso wieder aufladen, die Waffe. Ich hier noch eine Sphäre rum. Immer her mit den Sphären. Ja, das geht echt übel, immer schief. Aber es ist halt ultimativ, die Waffe. Ich mach das Ding mal da weg. Dann kann der Teamkollege, muss der nicht immer so ne? Sein Live kämpfen. Okay. Oh mein Gott, ey. Alter Schwede, ey. Da ist auch noch einer. Da hinten der nervt. Du immer noch die Drecksniper. Er lebt ein bisschen zu lang. So, jetzt haust du dein Schild hier noch runter. Ja, ich kann echt Tigerlist empfehlen. Das ist eine ganz geile, nice Waffe. Die ganz schön gut Damage austeilt. Wow. Mist. Dann nehmen wir lieber die Sphären da wieder ein. Okay, die Rest ist nicht mehr weg. Wuhu, das war gut. So. Jetzt müssen wir uns ein bisschen weniger Gedanken machen oder auch nicht. Ach, der da hinten, da ist schon wieder ein Sniper. Schon wieder ist der Sniper unterwegs, ey. Oh, der Sniper ist weg. Wo ist er denn? Ach, da. Ich hasse es, wenn die hin und her spawnen, die Typen. So, jetzt kann er nicht mehr rumspawnen, der Mistsack. So, wunderbar, die Runde haben wir geschafft. Teammate da hinten ist leider tot. Ja, der guckt ja gleich wieder. So. Ja, schon ist der hinüber. Oh, wunderbar, ich krieg noch was gedroppt. Auch nicht schlecht. Ja, 62.000 ist noch nicht top, ist noch nicht top. Über 100.000 Punkte bringt auf jeden Fall was. So. Ach, wie scheiße ist das denn? Ach, verflucht. Lass mich mal kurz da rein, ich muss wieder racken, ey. Jo, stirb. Ist sau. So. Sehr schön. Gehen noch weg. Sehr schön. Ja, ihr seht, also das Automatikgewehr ist gar nicht mal ohne. Oh shit. Nein, hab ich ihn.
komm. Na, komm schon, stirb dran. Wir müssen uns ein bisschen safen, weil der da hinten, der zielt regelrecht darauf ab, uns da wegzuhauen. Wie ihr seht. Diejenigen, die diesen Bereich noch gar nicht kennen. Ich sag das lieber vorher Bescheid, na, ihr wisst, wie ich mein. Es gibt auch Leute, die vielleicht diesen Ding hier gar nicht kennen. Ist der Mister. Hat der schon sein Schild? Ja, jetzt macht er sein Schild. Verdammt, ey, wir müssen aufpassen, der da hinten, der ist echt, das ist echt mieses Drecksteil. So, jetzt ein Stückchen nach vorne durch da. Und aufpassen, dass das Robot-Monster da hinten nicht uns voll erwischt. Er zielt schon wieder auf mich, glaube ich, oder? Und er zielt nicht noch ein Teammate. Dennoch ist es sehr heikel. Ah, ich habe einen schlechten Schusswinkel. Ich komme nicht ran. Ich komme einfach nicht näher ran. Die Treppe hier ist voll im Weg. Wir brauchen zu lang. Wir brauchen viel zu lang. 9 Minuten ist ein bisschen zu lang. Kurz das Bären aufheben. Wir geben nochmal ein bisschen extra Bonus Points. Na toll, Schilder bringen gar nichts. So. Ja, hier holen wir natürlich was um die 15.000 Damage raus. Und das reicht sogar noch aus. Jetzt sind wir schon mal 90.000. Ja, komm, das geht doch gut, oder? Da ist noch was. Wollen wir die noch weghauen? So, stimmt. Daher, dass ich meine Nahkampftätigkeiten hier sowieso deutlich schnell aufladen, kann man das ja mal machen. So, jetzt habe ich wieder verstärkt hier drin. Also, das, was sie da mit Arcus gemacht haben, muss ich sagen, ist absolut top und nice. Gefällt mir. Wirklich. Es gibt auch viele, die noch den Arcus-Stab benutzen. Der ist ja auch eigentlich recht empfehlenswert. Ne? Ist ja eigentlich ein recht empfehlenswertes Monstrum. Okay. Das ist cool, was du da machst, Junge. Nur leider mit der falschen Waffe. Leider mit der falschen Waffe. Komm schon. Ja. Aber ich habe jetzt leider immer noch nicht geladen. Jetzt ist es geladen. Das ist nämlich sehr wichtig. So, somit mache ich nämlich die meisten Gegner schon weg. Voran. Vorab hier. Man sieht. Okay. Warte mal. Jo. Ich sehe, was ich da für ein Damage rausholt. Und das mal 3. Das müsst ihr überlegen. Das steigert sich ein bisschen. Okay. Ich dachte, hier wäre noch ein... So, jetzt wird's wichtig. Jetzt wird's ganz wichtig. Der lebt noch. Ja, hallo? Nicht so lange rumkuddeln mit dem Servitor. Schnell weg da, bevor der... Der hat nämlich die Angewohnheit neuerdings, der Servitor irgendwie... irgendwie rumzuwandern auf einer ganz besonderen Art und Weise. So. Nein! Oh, in dem Moment verpisst der Dreck, sagt sich. Ich hasse das, wenn er das macht. Genau in dem Moment. Du kannst es nie richtig erahnen, wann er sich jetzt gerade noch vom Acker macht.
kannst es einfach nicht erahnen. Ich das einfach nicht richtig mit. Ja, komm schon. Das wäre der. Okay, Arme. Immer noch nicht. Also Kriegsgeist selbst sind gerade nur nah dein Hälfte hier. Ah, ich glaube, ich weiß, was die Jungs vorhaben. Die wollen das Ganze ein bisschen hinausfiltern, mehr Gegner platt machen. Aber wenn wir zu viel Zeit verbrauchen, ist auch scheiße. So, aber jetzt muss das jetzt mal geklärt werden. Und die endlich kaputt. Mal extra hier Dings aufheben. Oh shit. Ich brauche noch mehr Sphären. Na gut, oder so. Und was kriegen wir? Schönes Ding, du. Und? Na, was kriegen wir noch extra? Ah, schade. Letztens habe ich hier eine Exo gezogen. Na? Da habe ich letztens vor ein paar Stunden habe ich ihren Flachs oder wie das Ding heißt gezogen. Das ist ein ganz geil, ja, nicht schlecht, ist nicht schlecht. Mit einem Gesamtwert von 64, aber da lag der Fokus deutlich mehr in der Belastbarkeit. Ist ja auch nichts Schlechtes, ne? Deutlich mehr Belast. Aber für so einen Jäger, ja, schaut euch mal die Polster an, die ich geholt habe. Ja, zack, 63 Speeren. Erzeugt. Ach du heilige Scheiße. Ja, da sieht man mal, wie psycho ich drauf bin. Hätte ich die alle verbrauchen können, hammerhart. Ja, für diejenigen, die sich jetzt fragen, warum macht der eigentlich so ein Geschiss mit den Speeren, der macht da. Ich hab's, perktechnisch habe ich das ganz speziell bei mir was am Laufen. Aus dem Grund brauche ich immer ganz viele Speeren, der macht. Das hat mit, ich glaube, dem hier zu tun. War das hier? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Wenn du mit Licht aufgeladen bist, erhältst du einen Bonus auf Waffenschaden. Jeder besiegte Kämpfer verbraucht einen Stapel mit Licht. So, und ich sollte halt Waffen wirklich verwenden, die wirklich immer mehr Speeren erzeugen. Das heißt, jede Kugel gibt mir nochmal einen extra Bonus an Schaden. Wie viel Prozent? Boah, ich weiß gar nicht. Ich glaube, das waren 30% obendrauf. Und ja, das bringt es einfach, ne? 30% oder so. Das sieht auch nicht schlecht aus, aber nee, danke. Haben wir hier irgendwas Gutes gezogen? Oh, großer Gott. Nix. Ja gut, blau kommt immer weg. Blau ist weg, blau ist echt. Warum droppt eigentlich blau immer noch? Das ist schrecklich. Die ist nicht schlecht, Requiem. Auch wenn sie blau ist, die Knarre. Die hätte ich mir trotzdem gerne mal in, irgendwie in besonderer Art, weil die ist gar nicht mal so übel, ne? Eine ordentliche Feuerrate, 491, ja, das sind komische Zahlen. Ja, Magazin von 30, wie ihr seht, ne? Aber die Perks sind halt so, ja, Gefahr erkannt, stabiles Geschoss. Hier können wir noch mal ein bisschen was rumschrauben, ne? Oh, das war's dann auch, ne? Schade eigentlich. Requiem, ja, ich kann mir diese Waffe schon im, Legendärstatus gut vorstellen. Aber, naja, gut, weg damit. Was haben wir noch gekriegt? Naja. Ja, da habe ich schon bessere Rolls rausgezogen. Da habe ich schon bessere gezogen, ne? Mein Liebling bei diesem Granatwerfer ist mit Demolierer. Demolierer und vielleicht als Zusatz, oh, da gibt's so viele. Ich habe sogar Demolierer und Überschuss, ja, oder war das andere Auskommen? Ich weiß gar nicht mehr. Demolierer und Toben, das ist ein sehr, sehr seltener Roll. So selten, richtig selten. Gibt es den? Ja, den gibt es, aber der ist echt zu selten, ey. Ich habe den nur beim Kumpel mal gesehen, habe gedacht, yo, du hast natürlich jetzt die goldene Gans gezogen, Drecksack. Ja, echt jetzt mal. Wie gesagt, ja. Aber wie schon gesagt, hier Tigerlist, ich kann sie nur weiterempfehlen. Müsst halt gucken, Roll-technisch, ne? Wo kriegt man die am meisten her? Also gut, das ist ja eigentlich eine Waffe aus der träumenden Stadt. Ne? Das ist ja eine aus der träumenden Stadt.
Ihr könnt natürlich mit Zufall in der träumenden Stadt davon was gedroppt bekommen. Ich habe meine allerdings woanders her. Gehen wir jetzt extra mal kurz in die Helm rein, für diejenigen, die es halt jetzt wirklich nicht wissen. Für alle anderen, die es wissen, die sagen sich jetzt, ja komm, warum zeigst du das? Es gibt Leute, die das nicht wirklich nicht wissen, die anderen Seasons verpasst haben und jetzt erst eingestiegen sind, ne? Die müssen ja so ein bisschen informiert werden. Schluck trinken, das tut immer gut. So, ja. So, dann geht ihr einfach nach hier hin, also in die Helm, ganz weit da hinten hin und guckt hier mal vorbei und holt euch, das wird hier vorhanden sein für euch Neueinsteiger. Moment. Hier hinten an den Tisch, da holt ihr euch so ein Teil ab und das ist, ja, hör auf zu blinken. Was ist das hier? Ja, Vermächtnis synaptischer Speer. Ne? Da holt ihr das hier ab. Und dann könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr jetzt zum Beispiel hier so Umbral-Engramme habt, ne, könnt ihr hier einfach mal rausziehen. Ihr könnt natürlich auch halt wie gesagt hier die Vorhut-Dinger da, und sagt die hier, ne, die Psi-Orb-Schlachtfelder besuchen. Das hier ist sehr anspruchsvoll und da solltet ihr am besten Freunde mitnehmen. Ne, da steht ja auch extra dabei, Einsatzdruck 1 bis 3, empfohlene Power 1570, das ist sehr schwierig und anspruchsvoll. Da sollte man schon, ne, hier ist es, geht's, ne, empfohlen, 1400, wirklich? Statt doch immer 1350, Kann alles sehr mysteriös, ja, momentan ist ja sowieso hier Telesto am Machen, ja, ich konnte es mir auch nicht verkneifen. Ich habe mir eine neue Telesto zugelegt. Warum eine neue? Die alte war, ja okay, ich hätte sie auch aufsteigen lassen können im Power Level. Aber ich sag mal so, sie ist bei Xur jetzt momentan. Gut, wenn ihr das hier seht, ist es auf jeden Fall nicht mehr so. Und ja, ihr seht hier Tigerlist auch nochmal. Ne, mit verschiedenen, ja, gesetzloser, unnachgiebig. Ist auch verdammt guter Roll, muss man sagen. Und ich bin ein bisschen skeptisch, was die Telesto angeht. Okay, die versuchen sie jetzt nochmal in Ordnung zu bringen, zu verbessern. Aber ich bin kein Freund von ihr, da ist dieses Miststück. Ich sag extra Miststück. Ne? Ich sag extra Miststück. Wie gesagt, das ist eine neue. Bei der alten, da hatte ich was um die 400 Kills. Und 12 Kills an Spielern. Ja, das Ding verursacht zu viele Bugs. Deshalb bin ich so ein bisschen skeptisch, was das Baby angeht. Ne? Da ist, ja. Aber ich, okay, ihr seht, ich habe auch noch ganz alte Waffen hier aus alten Seasons drin, die nicht mehr aktualisiert werden, ne? Außenseiter. Ich hoffe, Außenseiter kommt nochmal in das Spiel hinein, ne? Weil ich habe mit diesem Automatikgewehr sehr gerne gezockt. Hat richtig Bock gemacht. Ich weiß gar nicht, kann man das noch nachlesen, dass ich, nee, das wurde, ja, diese Kill-Trigger, die wurden ja neu hinzugefügt, ne? Sehr schade. Echt schade. Oder die hier, schmaler Grat, scheiße, das war eine verdammt gute Waffe im PvP, ne? Damit habe ich einen schönen Headshot erteilt, aber ja gut, die Zeiten sind leider vorbei. Vielleicht, wie gesagt, alte Waffen, dessen Bungie hat ja gesagt, sie tun die alten Waffen von früher mal wieder auf einen neuen Stand bringen. Und ja, das ist doch was, ne? Wann das alles passiert, das steht noch in den Sternen. Mit Season 19 kommen jetzt viele Sachen. Vielleicht ist da schmaler gerade mit dabei, kann ich ja nur hoffen. Weil, wow, ey, das wäre meine absolute Top-Waffe wieder. Ab in der Schmelztiegel Kopfschüsse verteilen. Das macht richtig Bock. Na? Vielleicht noch mit ein paar gute, extravaganten Perks. Na, das wäre es natürlich. Naja, gut. Warten wir es mal ab. Na? Gut, Knut, dann, das war's. Ich hoffe mal, ihr habt trotzdem Spaß gehabt zuzugucken. Wenn dem so ist, lasst mir doch mal ein Like oder ein Abo da. Und ansonsten, ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag noch und viel Spaß noch hier in Destiny 2. Und ja, hoffen wir mal auf die nächste Season, ne? Ja, hoffen wir mal drauf. Also, ja gut, hoffen ist falsche Aussage. Ihr wisst, wie es meint. Bald Battletech? Okay. Kumpel zockt von mir Battletech. Naja gut, wer es will. Ja, schreibe schon wieder ab. Ja, sagen wir jetzt einfach goodbye, ne? Sagen wir jetzt einfach goodbye. Also bis dann, Leute. Ciao.